Welt seid mir gegrüßt. Ich bin der Held der Steine in Frankfurt, in meinem Herzen, von Europa, in meinem wunderbaren kleinen Lädchen, an einem fantastischen Tag und Shop, was ich euch mitgebracht habe von Mold King. Ganz genau so ist es. Ein Traktor. Ein Traktor. Ich bin ganz aufgeregt und freue mich. 17019 ist die Modellnummer und das ist kein Traktor, den sich Mold King selbst ausgedacht hat. Nein, sie haben eine Vereinbarung mit RB Instructions getroffen und ich habe mit Remo gesprochen. Viele Grüße nach Frankfurt, an der Oder, das andere Frankfurt. Und das stimmt. Das ist nicht irgendwie ausgedacht. Das ist ein lizenziertes Modell. Freut mich sehr. Ich verlinke euch unten drunter. Ich verlinke euch das Modell, wo ihr es bekommen könnt. Ist auch ständig ausverkauft. Ist ein cooles Teil. Aber auch natürlich die Seite von Remo, damit ihr dort gucken könnt. Der hat noch viel mehr gemacht. Die Abenteuer der Rückseite. Nichts, vor dem man sich fürchten müsste. Da gehört nämlich noch was dazu. Jetzt denkt ihr ja, aber der Onkel, der zeigt uns ja hier. Ist ja nur so ein Traktor. Und da sind ganz viele Sachen abgebildet. Ruhig bleiben. Ganz ruhig bleiben. Wir sind ruhige Fahrer. Das ist alles mit dabei. Ihr bekommt eine Fernbedienung. Der ist nämlich ferngesteuert. Ihr bekommt ein paar Ersatzteile. Ihr bekommt ein wertvolles USB-Ladekabel. Ihr bekommt eine gedruckte Anleitung. Eine gute gedruckte Anleitung. Ja, überhaupt kein Problem. Absolut verständlich, wird alles klar gezeigt. Und dann bekommt ihr das erste Anbaugerät. Alles dabei. Auch hier mit einer kleinen Achse kann man andocken. Ein zweites Anbaugerät. Auch dabei. Kann sich drehen. Zeige ich euch gleich alles. Ein drittes Anbaugerät, ein Schäufelchen. Und ein viertes ist auch noch dabei. Mit Akku. Servomotor. Zwei L-Motoren nochmal für den Antrieb. Und Motor, um das hier alles für 150 Euro. Liste. Oder ihr könnt die Anleitung auf der Seite kaufen für 16 Euro. Da müsst ihr aber euch noch die ganzen Teile besorgen. Aber es kann ja sein, vielleicht habt ihr hier den 42054, den Class Xerion damals von Lego. Vielleicht habt ihr hier den. Oder ihr habt euch hier den von Kader Blue Bricks besorgt, zum Beispiel. Wäre auch eine Möglichkeit. Und dann sagt ihr, hey, die Teile, die mir fehlen, das passt noch. Ja? Die kann ich noch dazu kaufen. Geht auch. Oder, es wird immer wilder. Wir müssen auch gleich noch drüber sprechen. Ihr sagt, ja, das ist okay, aber ich brauche einen Hänger. Ich muss da was dranhängen. Ich muss noch andere anbauen. Könnt ihr auch das hier noch kaufen. Ebenso lizenziert von den Kollegen. Das ist noch ein Erweiterungsset mit 3100 Teilen nochmal, um es noch cooler zu timen. Und ich meine, das ist ein Arox-Reifen. Ja, volle Wäsche, ist da auch alles drin. 140 Euro Liste. Und ihr kauft die Anleitungen einzeln auf der Website. Ja, also das nur mal zu den Möglichkeiten, die es gibt. Jetzt mal kurz noch was Grundsätzliches. Mold King hat die besten Teile am Markt. Die Technikteile sind auch extrem gut. Also die normalen Teile sind besser als die von Lego. Haben weniger Angusspunkte, haben eine bessere Farbtreue, sitzen genauso gut wie die von Lego. Ich finde, sie sind die besten Teile am Markt. Die Technikteile hier sind nochmal besser als die von Kader. Ich glaube, es sind die besten Technikteile am Markt. Einen großen Vorteil hat Kader gegenüber Mold King. Kader benutzt nicht immer diese blauen, dämlichen Dreierpins. Mold King benutzt sie. Wie ihr hier sehen könnt, was ich außerordentlich ärgerlich finde. Es ist ein perfektes Modell. Es gibt keine Kratzer auf den Teilen. Die Schaufel ist Geschmackssache, dass die so glänzt. Ich finde es schöner bei Lego, wenn sie matt ist, muss ich sagen. Dann sieht sie cooler aus irgendwie, finde ich. Aber die Teile, die Paneele, die Pins, die Achsen, die Zahnräder, perfekt. Die Reifen, passt. Keine Probleme. Natürlich gab es keine Fehlteile und so ein Käse. Und Mold King macht was Tolles, das mag ich sehr. Die packen die Bauschritte in solche Ziploc-Tüten. Druckverschlussbeutel. Und damit ist es immer wieder verwendbar. Finde ich klasse. Finde ich richtig gut. Also, das ist das, was ihr alles bekommt für 150 Euro. Ihr wisst, dass der Class Xerion auch 150 Euro gekostet hat. Er hatte nicht so viele Teile. Hatte auch keine Fernsteuerung dabei.
und nicht so viele Motoren. Dafür hat er den lustigen hier das Kriechzeug da gehabt, dass er die Lenkung switchen konnte. Das ist ein Unterschied. Übrigens, das hier ist nicht 1:1 die Anleitung von RB Instructions. Es ist aber sehr, sehr nah dran. Die von RB Constructions ist ein bisschen detaillierter, hat ein paar coolere Sachen, auch Differential drin und so. Das sei nur gesagt, es ist nicht 1:1 das Gleiche. Aber es ist ein unfassbarer Deal. Und wie gesagt, mit der Lizenz. Das ist nämlich so ein Thema, da bin ich mit Morking ja auch überhaupt nicht happy an der Front, dass ich bei denen bei jedem Set erstmal nachfrage, bei dem, von dem die Anleitung stammt, ob die auch wirklich eine Lizenz sich dort geholt haben, weil ich denen da nicht hundertprozentig glaube. Und das finde ich schade, dass das noch so ist. Die müssen sich definitiv da ändern, dass es nur noch so läuft. Und wenn ich jetzt anfrage, dass ich zu 99,9% davon ausgehe, dass mir der Typ, der Creator, antwortet, ja, natürlich habe ich mit Mount King eine Vereinbarung. Ja, klar, da haben die mich bezahlt. So, genauso wie es bei Lego so ist, wenn die irgendwo Ferrari draufschreiben, werden die mit Ferrari einen Deal haben. Ja, ich will einfach davon ausgehen, dass es sauber ist. Und da bin ich bei Mold King noch nicht. Deswegen, falls ihr euch für ein Set interessiert von Mold King, das ich euch hier noch nicht gezeigt habe, weil wenn ich es euch zeige, habe ich mit denen gesprochen, von denen es kommt, müsst ihr euch leider noch die Arbeit machen, wenn ihr drauf Wert legt und kontaktiert denjenigen, von dem es kommt. Die Idee. Damit ihr auf der sicheren Seite seid. Manchmal sagen die euch auch zurück zum Beispiel, nee, kommt nicht von mir, aber die bieten halt ihre Anleitung zum Kauf an, dann kauft die da, gebt dem noch ein sattes Trinkgeld dazu oder irgendwas, damit ihr da auf der Ecke dann sauber seid. Das könnt ihr euch überlegen, macht das mit den Leuten dann da aus. Aber ich möchte die Sets hier nur vorstellen, wenn ich weiß, dass sie sauber lizenziert sind. So, wollen wir mal kurz über das Modell sprechen, ja? 10 Minuten geschwätzt, wie immer, nichts gesagt. Ich finde das Modell erstmal großartig. Ich mag Traktoren. Ich habe keine Ahnung von Traktoren, das hält mich aber noch lange nicht ab, über sie zu reden. Ich mag Traktoren, aber ich finde die Idee sehr wichtig, die Lego immer versaut hat. Das haben sie noch nie hingekriegt. Dass man ein Modell auf den Markt bringt und dann dazu Module. Noch ein Erweiterungsset. Es gibt den übrigens jetzt auch nochmal in der neuen Variante. Bei Blue Bricks habe ich schon in der Ankündigung gesehen, verlinke ich euch auch. Dann wird alles ständig ausverkauft sein. Das Zeug vom Mold King ist einfach zu gut. Wie bei Kader ja auch. Es wird dann noch eine andere Variante geben. Und jetzt, warum bringen wir nicht von 10 Firmen Traktoren raus? Und dann kann man sich überlegen, wie man die baut. Hätte Lego beim 8110 Unimog eine hundertprozentige Chance gehabt, komplett in Sand gesetzt. Arox 42043, hundertprozentige Chance gehabt, voll in Sand gesetzt. Das machen sie jedes Mal falsch, jedes Mal. Und es ist mir unerklärlich. Glücklicherweise sind die anderen Firmen nicht so doof. Die machen es schlau. Deswegen bringen Kader in Verbindung auch mit Blue Bricks oder auch allein oder Mold King in Verbindung mit den Mock-Designern einfach coole Sets raus. Und ist doch schön für euch und zu einem echt guten Preis. 150 Euro. So, wieder geschwafelt. Obacht, wir fangen mal an. Ich muss auf das Ding gucken und mal schauen, wie das Zeug eigentlich heißt, was ich hier anbaue. Das ist aber für mich jetzt gar nicht so relevant. Ich zeige euch einfach nur, das ist ein Ding sie dann und es kann irgendwas. Und das ist super. Das ist teilelektrisch, was hier passiert. Manches ist manuell. Übrigens, ich muss noch weiterreden, es tut mir leid. Die Fernbedienung ist natürlich im Lieferumfang enthalten. Kommen 2 AAA-Batterien rein. Das hier wird per USB geladen, das Ding. Es gibt auch eine App für Mold King. Ihr wisst, wie viel ich davon halte. Aber das ist die Lösung. Wenn man schon eine App rausbringen muss, was durchaus vielleicht seine Berechtigung hat, weil die dann Funktionen noch kann, die vielleicht die Fernbedienung nicht kann, alles okay. Es soll aber Menschen geben, die wollen, wenn sie sich mit sowas beschäftigen, keine App benutzen müssen, die nicht aktualisiert wird, vom Markt verschwindet, beim Telefon nicht kompatibel ist. Die wollen einfach eine Fernbedienung haben. Und deswegen legt Mold King eine Fernbedienung bei. Das könnte Lego auch machen. Tun sie aber nicht, weil sie es euch nicht gönnen. So macht man es richtig. Und dann kann man die App on top bringen, für die, die sie haben wollen. Haut sie euch drauf, die App, wenn ihr wollt. Ich nicht. Ich habe das. Fertig. So. Heps. Und App bei Mold King muss man auch sagen, ich habe sie. Ich weiß nicht, wie es bei anderen Anbietern ist, aber bei Android habe ich sie nicht im App Store gefunden. Zumindest nicht. Ich weiß nicht, ob das hier mit einer regionalen Beschränkung ist. Ich habe sie im App Store nicht gefunden. Ich musste sie von Drittseiten runterladen. Das nur mal vorab. Ich weiß noch nicht, wie gut sie ist oder so. Keine Ahnung. Gucken wir doch mal. Wir haben einen Trecker mit 37-38 cm Länge. Ist natürlich super stabil und so. Brauche ich ja gar nicht. Ist ein Technikmodell. Ja, brauche ich ja nicht erwähnen. 17-18 cm Breite und eine Höhe von 22 cm. Ja, ein netter, kompakter Trecker. Ne, Trecker. Traktor. Cheers.
Alles schmeckt besser aus der Heldentasse. Das ist, lasst euch übrigens in der Anleitung nicht verwirren, so wie ich es getan habe. In der Anleitung ist das hier rot. Es steht daneben, dass man auch gelb bauen kann. Es sind aber nur die gelben Teile dabei. Sucht nicht panisch nach roten Teilen. Braucht ihr nicht. Ich habe übrigens das Ding auch angefangen bei Twitch live zu bauen. Ich verlinke euch unten drunter mein altes Aufbauvideo. Erstmal hier. Bis auf die blauen Pins gibt es jetzt wenig für mich zu meckern, muss ich sagen. Kommen wir runter, da seht ihr schon die Motoren. Das sind die für den guten Vortrieb, selbstverständlich. Keine Differenziale hier verbaut. Ich weiß nicht genau, warum nicht. Möglicherweise, also ich meine, diese dicken Nobel-Zahnräder, die können mehr Kraft übertragen. Vielleicht hatten die da irgendwie Bedenken. Ich kann es nicht sagen. Genau, einmal hier vorne. Hier seht ihr immer, seht ihr diesen, hier, das hier, wird angetrieben per Motor. Und da kann man dann ein Anbauteil hier mit der roten Achse anstecken. Das hier oben ist dann immer noch eine manuelle Funktion. Ja, da ist ein Aktuator dran und da kann man dann das hier hochfahren. Ja, klang, 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 geht immer weiter hoch. So, das ist die Idee, kann man auch wieder runterfahren. Stundenlanger Spaß, hoch runter, das alte Spiel. Genau hier vorne die gleiche Geschichte, geht hoch runter und hier vorne ist wieder der Anschluss. Hier wird dann angesetzt mit Hilfe der schwarzen Pins hier. Da hatte der Remo bei sich in der Anleitung, könnt ihr mal reingucken, also wenn ihr sie gekauft habt natürlich, könnt ihr reingucken, ist das mit dem Schnellspanner gelöst. Das hier ist natürlich ein bisschen hakelig, das sind die langen Pins mit Friktion, also da ist ernsthaft was los. Den muss man da rauszerren. Wir haben natürlich eine Haube zum Aufmachen, wir haben Türen, die man öffnen kann und unter der Haube schlummert, hier ist auch so ein Kollege zum Offenhalten, unter der Haube schlummert der Akkublock. Und obendrauf die vier Motoren, die angesteckt sind. Wie gesagt, zwei für den Vortrieb, einer für die Funktion und noch ein Servo für die Lenkung. Und sind draufgesetzt und da seht ihr auch den USB-Anschluss da. Knopf gedrückt und die Party beginnt. Kurz mal Knopf gedrückt für die Party. Hier angemacht und jetzt müsste das Ding eigentlich leuchten. Seht ihr das? Ja, leuchtet konstant. Die leuchtet blau, ich glaube, das seht ihr nicht. Und alle sind happy und dann geht es hier kräftig vorwärts. Mit Sicherheit kann man, wenn man diese App benutzt, was ich wie gesagt nicht tue, wenn man die App benutzt, kann man, denke ich, das sanfter steuern. Größter Nachteil wie immer, das Ding gibt Vollgas und fährt ziemlich schnell. Der schnellste Traktor seiner Art, würde ich sagen. Den muss man natürlich draußen fahren lassen. Dann kommt es natürlich wesentlich cooler. Achso, ja klar, Vierradantrieb brauche ich nicht erwähnen. Ja, ich meine, natürlich hat er das. So, dann kann er natürlich lenken. Wendekreis ist bescheiden. Ja. Das Ding gibt ein Gas, das ist jenseits von Gut und Böse, ehrlich wahr. Also selbst da geht es an den Knobben-Dinger da schon los. Hier, das Teil gibt Gummi, Freunde. Also mit dem schnellen Vor-Zurückfahren, während das Ding auch noch fährt, wieder gegensteuern, nicht die Idee der Wahl. Geht damit raus. Oder, und da freue ich mich auf den ersten Anbieter, der das macht, endlich. Macht was mit einer analogen Steuerung. Warum nicht wie bei der PlayStation so zwei Knubbeln, mit denen man das macht? Wo wäre denn das Problem? Kann doch nicht so viel mehr kosten. Und dann haben wir noch das hier. Seht ihr, dass sich das da unten dreht? Auf der Webseite steht, dass das in der gleichen Geschwindigkeit sich dreht wie die Andockmöglichkeiten vom Glas. Also da könnte man die Sachen dort auch anstecken. Wäre also kompatibel für die, die ein Glas zu Hause haben. Also ich finde das... Und hier unten seht ihr übrigens, was sich da dreht. Ja. So. Und jetzt können wir, darum geht es ja ein bisschen, die Sachen, die manuell geregelt sind, das ist jetzt hier so ein Anbau, der hat unten nicht diese Achse zum Ransetzen. Das packt man, aber hier oben ist ein Zahnrad natürlich. Und hier oben ist auch ein kleines Zahnrad. Obacht geben, die werden jetzt sich jetzt anfreunden miteinander. Und jetzt kann man das ist ein bisschen tricky, vor allem wenn man dicke Hände hat, so wie ich, mit den dicken Fingern das versuchen hier reinzusetzen, das festzumachen. Ich mache es jetzt nur mal so fest, ich werde es gleich wieder abziehen, deswegen will ich mir jetzt nicht die Arbeit machen. Das Ding steckt jetzt hier dran. Und nun kann man, seht ihr das? Hier kann man drehen. Machen wir vielleicht von der anderen Seite vielleicht besser. Hier seht ihr das, dass jetzt hier das Zahnrad verbunden ist.
Und jetzt kann ich hier drehen und natürlich senkt sich das dann ab. Und natürlich kann ich es wieder hochkurbeln. Und natürlich kann ich dann das hier nehmen und hier auch noch die Aktuatoren rein- und rausdrehen. Es wird wesentlich besser funktionieren, wenn man jetzt hier auf Gewalt alle Pins hier voll reinsetzt. Und dann hat das natürlich hier mehr Zusammenhalt, damit das kleine Zahnrad besser reingreift. Ja? Das ist ja kein so Noppending, was ewig Toleranz hat. Das muss ziemlich genau passen. Aber das hier dreht man vor und zurück. Und wie gesagt, alle vier Pins reinsetzen. Das ist eine Möglichkeit. Ich nehme an, das ist schlau, wenn man das vorne ansteckt. Ihr könntet das gleiche Ding aber auch hinten anstecken. Würde genauso gut funktionieren, ohne Probleme. So, den nochmal mit. Guck mal, ich habe das echt nur, damit es beim Angucken würde es runterfallen. Ich habe es gerade so nur rangesteckt. So, und den hier unten noch, weil ganz, ey, das sind vier von diesen Pins. Da robbst du wie ein Stier, um das abzukriegen. Das hier ist auch noch eins für vorne. Und hier zeige ich euch jetzt mal. Das wird jetzt ein bisschen gefuddelt. Ich hoffe, ich kriege es hin, weil ich habe jetzt schon irgendwie ewig geredet und ich würde es ungern nochmal neu starten müssen, wenn ich jetzt ins fiese Fluchen abtauche. Das ist die Achse. Die wird hier vorne jetzt angesetzt an diese lustige Aufnahme da. Wenn ich mich jetzt nicht ganz doof anstelle, schaffe ich das vielleicht sogar. Möglicherweise auch eigentlich immer beim ersten Versuch, auch wenn es der dritte ist. Aber ich werde mich für den ersten Versuch loben, sobald ich es geschafft habe. Weil theoretisch habe ich dazwischen nicht geweint und solange man nicht weint, ist alles noch der erste Versuch. So. Gut, ich merke aber schon, dass das Weinen langsam einsetzen will. Aber so weit sind wir noch nicht. Ey, Freunde. Bisschen drehen. Also ich würde sagen, das war ja erster Versuch. Also beim ersten halben würde ich sagen sogar. Direkt geklappt. Wie immer erfolgreich. So, ich mache das jetzt mal fest, weil ich habe Angst, dass das rausgeht. So, ich habe es jetzt ein bisschen fest gemacht. Also, erster Versuch. Sensationell. Ich bin begeistert. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß. Dran gesetzt. Wir haben immer noch hier die manuelle Funktion natürlich, dass wir das heben und senken können. Je nachdem, mit was ihr hier schwer arbeitet. Wir können das hier natürlich, ach, das kann man hier über das Zahnrad machen, ja, aber was soll das? Man kann das drehen, man kann das hier natürlich auch drehen. Das ist eine Funktion, das kann man auch hierüber drehen. Aber das hier ist mir nicht genug abgesichert. Wenn ich das so festhalte, kann ich das drehen. Aber ihr seht, guck mal, dass ich das hier verwinden will. Ich weiß nicht, was da der Plan war. Ob das so ist, ob das hier Spiel haben muss, ob das. Aber das hier fand ich ein bisschen. Das hier verzieht sich dann auch immer. Ich habe das einfach hier rangedreht. Fand ich irgendwie besser, als hier ran zu drehen, wo sich das dann immer. Seht ihr das? Vielleicht habe ich irgendwas falsch gemacht. Aber ich wüsste nicht was. Ich finde, es ist nicht. Nicht optimal. Ich drehe das Ding hier dran. Fragt mich nicht, was das macht. Aber hier kann man dran drehen. Und jetzt noch viel netter. Man kann ja damit irgendwas, weiß ich nicht, wegmähen oder so. Das dreht sich mit einer ordentlichen Übersetzung. Da geht richtig was weg. Ich weiß nicht, was es ist, aber ich will es haben. Ja, ich brauche unbedingt mal irgendwann mal ein bisschen Raum für mich. Und dann besorge ich mir einen Trecker und baue da alles Mögliche dran und fahre rum. Und mache irgendwas damit. Ich muss mal, wird mir auch immer gesagt, bei Twitch eigentlich mal den Landwirtschaftssimulator ausprobieren und dann weiß ich vielleicht auch endlich mal, was das hier alles ist und was man damit machen kann und keine Ahnung. Steht da was drauf, Obert? Das war jetzt der Disc Chopper. Und dann haben wir natürlich den Loader, Plow und den Heavy Harrow. Das sind die Sachen, mit denen wir hier arbeiten. Nur mal für die, die das schwer interessiert hat. So, das waren die beiden Sachen, die vorne dran sollen laut Anleitung. Und dann haben wir natürlich die Sachen für hinten. Und das hier übrigens, nur mal für die, die das interessiert, das sind alles Gummikonnektoren hier dazwischen. Alles Gummikonnektoren. Das sind die, die hinten auch das gibt der ganzen Sache halt natürlich so eine gewisse Flexibilität. Das sind die, die auch bei der Federung am Arox zum Beispiel verbaut worden sind. Eigentlich ein seltenes Teil in der Lego-Welt. Der 8285, haben wir beim Life of Boy drüber geredet, der alte Abschlepptruck, hatte das oben auch, um die Winde festzuhalten. Damit, wenn man ein Auto abschleppt, das nicht von alleine wieder wegrollt, aber man trotzdem die Winde ziehen konnte, wenn man wollte. Es ist immer so durchgeklackert. Und setzt man hier zusammen. Funktioniert auch übrigens gut, die auf die Achse zu stecken. Kein Problem mit Konnektor auf einer Achse und so weiter, was man immer mal hat bei günstigeren Herstellern von Technikmodellen. Ja? Hier ist es kein Problem. Das hier ist wieder eine manuelle Angelegenheit. Also wir haben hier keine Achse, die man irgendwie reinsteckt. Das heißt, hier hinten die gleiche Geschichte. Man setzt es einfach dran, guckt nur, dass das Zahnrad hier oben trifft. Aber das ist eigentlich ja vorgegeben. Dann
fixiert man das so ein bisschen, damit es einem nicht abhaut. Das langt mir völlig. Und jetzt sitzt es hier hinten dran. Aber natürlich hat man die Möglichkeit, hier zu kurbeln. Und dann wird es auch hier auf den Aktuator direkt mit übertragen. Kann man das absenken. Und das Coole ist, dadurch wird der Aktuator hier direkt mitbewegt, damit der Kontakt immer da bleibt. Ich kriege immer einen Krampf in der Hand. Das ist eine blöde Ecke. So. Jetzt wird das hier angehoben und gleichzeitig wird das hier verkürzt. Damit hebt sich das ab. Und so kann man beide bewegen. Das hier wird verlängert und das hier senkt sich parallel ab, bis es so ist, wie man das haben möchte. Und dann sitzen alle drei Reihen gleichzeitig auf. Ist doch cool, oder? Ich finde es absolut Weltklasse. Also, super Konzept. Angesteckt. Und mich haben vor allem die Gummikonnektoren haben mich massiv fasziniert. Ich habe noch nie so viele Gummikonnektoren in einem Set gehabt. Ich habe zwar irgendwie 50, 100 Arox aufgerissen, immer im Block, um die Teile zu verkaufen. Und da hatte ich natürlich entsprechend mehr. Aber aus einem Set ist eine Tüte. Eine Tüte nur mit Gummikonnektoren voll. Total scharf. So, und dann haben wir noch den hier. Wie ihr seht, wieder mit einer Achse. Da gibt es wieder Abenteuer zu erleben. Die schauen wir uns an. So. Ihr kennt den Trick noch beim ersten Versuch. Wir probieren es wieder. So, kurz mal geguckt, dass das so ist, dass ich auch eine Chance habe, das zu treffen. Finger werden schon trocken hier, gebaut wie ein Stier. Technik bauen, wenn man da ein paar tausend Teile baut im Stück. Und ich will ja auch noch die... Oh, das könnt ihr mir auch drunter schreiben, das Video, wenn ihr wollt, ob ihr Lust habt, die Anbauteile dazu noch zu sehen. Dann, ich meine, Entschuldigung, das war jetzt echt, ich werde ein Profi noch. Dann mache ich nochmal ein Video mit dem Anbau, mit dem Anhänger, den ich euch gezeigt habe. Wenn ihr Bock drauf habt, zeige ich euch das auch noch. Oder ihr sagt, naja, machen wir... Das Problem ist, ich habe noch so viele andere Sachen, die ich euch zeigen möchte. Aber ist ja schon cool. Ich meine, gucken wir uns so alles gerne an, oder? Folgendes. So, wir können hier natürlich wieder kurbeln. Können das Ding hier wieder hochziehen, damit es ein bisschen mehr Abstand hat. Weiß ich nicht, was da genau alles passiert. Das hier wird auch per Hand bewegt, dass ihr das noch rauskippen könnt, wenn ihr wollt. Also je nachdem, wie das, was auch immer man tut. Und hier oben ist noch ein Hebelchen. Ein Schalter. Mit dem kann man das entweder aktivieren oder wieder in neutral stellen. Weil ihr könnt natürlich das hier anbringen und vorne noch einen anderen. Und wenn vorne der motorisiert ist, heißt es ja noch lange nicht. Also wenn hier der Disc-Chopper arbeitet, heißt ja noch lange nicht, dass der hier hinten auch arbeiten soll. Das heißt, vorne ist der Disc-Chopper dran, der gibt Gummi und hier hinten schaltet ihr auf neutral, damit der hinten Ruhe gibt. Mitgedacht. Denn, wenn wir das jetzt mal anmachen, der dreht sich. Das ist bestimmt sinnvoll. Auch wenn ich nicht weiß, was der genau macht, dieser Anbau. Aber er dreht sich. Und er dreht sich gut. Und so, und dann raus. Ist es dann so der Plan? Und das hier wird dann noch ein bisschen weiter hochgekurbelt, damit geht das? So, ne, jetzt sind wir hier langsam oben. Knack, knack. Und den setzen wir dann so runter und der zieht dann durch. So irgendwie. Ihr kriegt das alles mit Sicherheit raus. Ich vertraue euch da. Ich wollte es nur bauen. Nachdem ich es gebaut hatte, war ich happy mit der Welt. Also, und wie gesagt, wenn ihr das hier miteinander verbindet, macht das fest. Alle Pins voll rein. Ihr seht, dass die bei mir hier noch so zwei Drittel raushängen. Das ist nicht optimal für die Verbindung dieser Zahnräder. Ja, überhaupt nicht. Das knackst dann, macht kein Gaudi. Aber für mich hier im Wechsel, ansonsten wäre ich wahnsinnig. Ja, und hier oben ist der Knubbel. Und ich bin mir ganz sicher, da gibt es dann die Abenteuer des Anhängers zu erleben. Oder Auflieger dann eigentlich, oder? Was machen wir da? Ah, wie heißt denn das Ding? Das ist ein Side-Tipper-Trailer, den wir daran machen. Disc Harrow ist noch dabei. Und Mower. Ein Mower. Cool. Also, ich glaube, ich habe Lust drauf. Möglicherweise mache ich es einfach so und zeige es euch. Ich hoffe, es euch unterhält es dann auch. Ansonsten schwarze Sitze drin. Da sind sie nicht mit Lego gegangen, Richtung Blau. Gab es da nicht auch Aufkleber noch dazu? Warte mal. MK17, das sind die Aufkleber, es gab Aufkleber noch dazu. Ich habe sie nicht benutzt. Ihr wisst, Aufkleber. Was soll das denn? Ja, einfach drauf drucken. Mold King kann drucken und die können gut drucken. Dann würde das irgendwie besser funktionieren. Was wohl am Anfang für die Orientierung einfacher ist, sind die Buchstaben hier. Lego hatte eigentlich immer die schöne Idee gehabt, die ihr übrigens hier auch machen könnt, dass... Lego hat dann hier oben drauf auf die Noppen immer eine Fliese drauf gebatscht.
damit man wusste, okay, der Motor an einer Stelle hat dann hier was Blaues und beim Infrarotanschluss hat man auch was Blaues drauf gemacht, dann wusste man, welcher wohin muss. Das muss man sich hier, wenn man es nicht mit Aufklebern macht, muss man sich's merken. Das war aber jetzt nicht, das war keine Hirnchirurgie. Ich habe es geschafft, dann schafft ihr das auch. Und dann könnt ihr euch die Aufkleber sparen, ich packe die hier wieder. Ja, aber ich möchte nochmal hervorheben, wie großartig das ist, dass man hier Module bekommt. Zu einem ohnehin schon ferngesteuerten Traktor. Das hier für 150 Euro ohne die Anbauteile wäre bei Lego schon nicht denkbar. Es ist cool, dass es da ist. Erster Punkt. Mit Akku. Mit Fernbedienung und mit App für die, die Bock auf eine App haben. Und dann gibt es die Anbauteile, die man dran setzen kann. Und dann gibt es Erweiterungssets. Und dann ist ein weiterer Traktor noch in Planung. Also, nein, nicht in Planung. Also, der ist schon gebaut, der ist schon unterwegs, der wird auch auf den Markt kommen. Ist schon gebongt. Ich finde es großartig. Ich finde es ein gutes Konzept. Vielleicht mag man keine Traktoren, gegeben. Aber vielleicht kommen danach mal LKW-Zugmaschinen. Warum gibt es da nicht 10 Stück am Markt? In verschiedenen Farben von verschiedenen Herstellern. Und dann gibt es ja auch mit hoher Kabine, Schlafkabine, was weiß ich. Und dann hinten dran alles, was man sich vorstellen kann. Und dann könnte man einen Schwerlastzug bauen und dann darauf Traktoren setzen. Da hat der Takt doch Struktur. Da ist die Freude doch garantiert. Ich verstehe das nicht. Das sind doch gemähte Wiesen. Also, wenn wir den Mauer haben. Das wird super. Also, ich hatte viel Freude. Ich kann es euch ernsthaft empfehlen. Die Qualität, das ist großartig. Macht euch da keinen Kopf. Die Anleitung ist großartig. Und bei diesem Set hat auch derjenige, der sich das ausgedacht hat, profitiert. Und dann ist das ein Deal. Schlag zu. So machen wir das. Also, habt eine großartige Zeit. Habt nette Leute um euch. Und bis bald.